Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Der Livestream von Respawn ist soeben zu Ende gegangen, jetzt wo ich das Video gerade schneide, und es wurden offizielle Daten zu Season 4 offiziell bestätigt. Natürlich, der 4. Februar wurde bestätigt, die neue Waffe, die Sentinel, wurde bestätigt, die neue Legende. Und jetzt, da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, noch bevor ich den Trailer bzw. den Livestream überhaupt gesehen habe, habe ich schon den Ingame-Teaser, der jetzt gerade seit einer Stunde gerade mal aktiv ist, selber gefunden. Und der zeigt einen Teaser von der neuen Legende. Es ist nicht der Revenant, es ist tatsächlich der Forge, wie ich vor ein paar Tagen erst über ihn berichtet habe, mit sämtlichen Fähigkeiten. Und bevor ich jetzt mit Einzelheiten starte, möchte ich mal eine Vermutung loswerden, warum es vorher über den Forge nichts zu wissen gab. Und zwar hat sich Respawn irgendwann selber mal darüber aufgeregt und auch geäußert. Ich habe letztens meine Quellen genannt. Es gibt zwei Dataminer, die regelmäßig die Quellcodes durchforsten. Und Respawn hat sich dazu geäußert, dass denen das natürlich auf den Sack geht, dass das Spiel durchforstet wird und Zukunftspläne so früh schon geleakt werden. Kann ich natürlich verstehen, wenn es in Zukunft aber immer wieder neue Leaks gibt. Ich werde sie natürlich trotzdem auffassen. Ich werde trotzdem darüber berichten, keine Frage, weil das meiste kommt ja so oder so dann eben halt ein bisschen später. Auf jeden Fall ist der Revenant nicht die nächste Legende. Ich bin mir aber sicher, dass er vielleicht bald kommen wird. Vielleicht sogar trotzdem in Season 4. Denn auch darüber habe ich schon mal berichtet. Es sind noch knapp 10 Legenden in petto. Und wir müssten tatsächlich, wenn pro Season eine Legende kommt, dann wisst ihr, wie viele Legenden pro Jahr kommen. Das könnten wir eigentlich dauern. Jetzt rede ich erst einmal über die Ingame-Teaser. Einen davon, wie gesagt, den Forge-Spot habe ich selber entdeckt, zufällig, ohne dass ich das durchforsten musste, da kannte ich den Livestream noch nicht. Und zwar, achso, ich möchte euch die Lichter nochmal zeigen. Meine Vermutung, stopp, das war schon der Spot, meine Vermutung wurde bestätigt, habe ich letztens auch erzählt, die Lichter kommen der Map näher. Wer das noch nicht kennt, dass da die Lichter am Himmel sind, habe ich vor zwei Tagen, glaube ich, oder gestern drüber berichtet. Einem Tag konnte man die Lichter noch nicht mit bloßem Auge sehen, jedenfalls die drei Lichter. Sonst hast du da nur einen hellen Fleck gesehen. Da musstest du ein 8-fach-Scope oder ich sag mal ein 6-fach-Scope ungefähr drauf machen, damit du das richtig erkannt hast. Jetzt wird das immer größer. Bestätigt meine Vermutung, es scheint ein Raumschiff zu sein, und ich habe im letzten Video meine Community darum gebeten, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was da passiert. Der ein oder andere hat geschrieben, es könnte vielleicht die neue Legende der Revenant, der es ja nun nicht ist, in dem Raumschiff sein. Mega interessante Theorien. Jetzt zeige ich euch den Spot. Der ist nämlich direkt neben diesem Kanalisationsspot, von dem ich gesprochen habe. Den habe ich gerade, bevor ich meinen Livestream beenden wollte, entdeckt, als es kurz nach 19 Uhr war. Sprich, der Livestream war aktiv und die Ingame-Teaser sind ins Spiel gepatcht worden. Und zwar haben wir hier so eine Art Filmset vom Forge. Absolut geil. Und laut Stream ist das wohl eine Art Wrestler, wie ich es auch letztens vermutet hatte, von seinen Fähigkeiten her. Ich finde, nach wie vor passt der eigentlich von seinen Fähigkeiten überhaupt nicht ins Spiel. Aber der ein oder andere hat ein paar coole Ideen für den Forge gehabt, weil die Fähigkeiten sind so perfekt, wenn du Häuser pushst. Wenn da ein Squad drin ist, kannst du da richtig aufräumen, wenn du keine gute Waffe hast. Eine geile Theorie auf jeden Fall. So, weiter im Text. Die Sentinel zeige ich euch nur im Bild viel mehr, als dass ich gehört habe, dass die fucking stark sein soll und mega heftig auf Schilde ballern soll. Also die soll richtig doll Schaden auf Schilde machen. Viel mehr habe ich über die Sentinel jetzt nicht. Als nächstes gehe ich auf den Ranked-Modus ein und danach rede ich über den Kings Canyon, weil das ist so eine kleine Verbindung. Der Ranked ist in Verbindung mit dem Kings Canyon, denn ich habe aus dem Stream und auch aus schriftlichen Sachen, die ich jetzt so gefunden habe, nicht rauslesen können, dass man den Kings Canyon außerhalb des Ranked-Modus spielen kann. Ich erkläre euch jetzt erstmal den Ranked grob. Das kann sein, dass ich da ein bisschen lückenhaft bin. Es bleibt nach wie vor Bronze bis Predator oder Master, habe ich euch letztens auch vorgestellt. Die Punkteverteilung bleibt gleich, die Kosten bleiben gleich, aber, und das ist das, was ich vermutet habe, zwischen Diamant und Predator gibt es jetzt einen Master-Rang. Den Master-Rang erreicht ihr ab 10.000 Punkten quasi da, wo ihr vorher Predator bekommen habt, und seid ihr unter den ersten 500, die Master werden, seid ihr automatisch Predator, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt kommt der Hammer, die Änderung, plattformabhängig.
gibt es nur maximal 500 Predator-Spieler. Das heißt, es gibt maximal nur 500 Predator-Spieler auf der PlayStation 4, 500 auf dem PC und 500 auf der Xbox. Also man hört schon raus, Crossplay ist hier auch keine Rede von. Für alle, die so Bock auf Crossplay haben, das würde im Ranked schon mal gar nicht funktionieren, weil man es wahrscheinlich nicht auseinanderhalten kann. Also, und folgendermaßen wird es passieren, ihr könnt von dem Predator-Rang wieder runterfallen. Das heißt, ihr habt von mir aus fiktiv 11.000 Ranked-Punkte. Und wenn jetzt Platz 501 Master ist und übertrumpft euch als Platz 500 mit den Punkten, fliegt ihr raus, seid dann Master und der euch überholt hat mit Punkten, ist dann Predator. Das heißt, kurz vor Season 4 Ende müsst ihr schauen, dass ihr wahrscheinlich Rang Predator halten könnt oder müsst, damit ihr die Belohnungen bekommt, auf die ihr Bock habt. Das finde ich mega interessant. Und jetzt kommt's, wo wir zum Kings Canyon kommen. Achso, was übrigens auch gleich bleibt, wir werden wieder anderthalb Stufen von unserem aktuellen Rang zurückgestuft. Das heißt, seid ihr zum Beispiel wie ich, Diamant 4, werdet ihr, wenn ich mich jetzt nicht völlig verrechne, auf Gold 2 zurückgestuft. Und es wird mitten im Rang oder mitten in dieser Season gibt es einen Split und da kommt der Kings Canyon ins Spiel. Und wenn dieser Split passiert, werden wieder die Ränge um anderthalb Stufen zurückgesetzt. Und zwar zeige ich euch jetzt das Bild. Wir haben, ihr seht hier auf der linken Seite World's Edge, die Map von Season 3. Das ist quasi Split 1 im Rang. Geht vom 3. Februar bis zum 23. März. Und hier ist eigentlich schon komisch. Scheinbar wird am 3. Februar vielleicht schon was von Season 4 implementiert und wir können den Ranked schon spielen. Das ist zumindest eine Vermutung, weil das fällt mir jetzt auch im Schnitt erst auf, dass da 3. Februar statt 4. steht. Auf jeden Fall haben wir dann 6 Wochen lang den Ranglistenmodus auf dem World's Edge und ab dem 24. März bis zum 5. Mai haben wir dann 6 Wochen lang quasi Split 2. Da werden dann anderthalb Stufen runtergesetzt und wir spielen dann Ranked auf dem Kings Canyon. Was bedeutet, ich mache mal das Bild hier zurück, sorry, ich habe das auch in keiner besseren Qualität entdeckt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt bin ich vom Dings abgekommen. Achso, ich habe leider nicht rauslesen können, ob man auch den Kings Canyon außerhalb vom Ranked spielen kann. Das habe ich auch aus dem Livestream nicht raushören können. Das sind auf jeden Fall alle Informationen, die ich bis jetzt habe. Und natürlich möchte ich wie immer sagen, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Tipps und Tricks und vor allen Dingen solche Informationsvideos von mir verpassen wollt und Livestreams. Und zwar, was wollte ich noch sagen? Oh, sorry, dass ich gerade stottere. Ich hatte einen langen Tag, habe jetzt noch schön gestreamt. Season 4 steht vor der Tür. Ich habe noch einiges zu berichten. Wenn Season 4 startet, gibt es richtig viele Informationen, so wie die letzten Tage auch von mir. Das war es jetzt aber von mir. Genug gelabert. Ich wünsche euch einen schönen Tag jetzt noch oder Restabend und vor allen Dingen fettes Event-Wochenende auf dem Kings Canyon by Night. Vergesst das nicht. Morgen am Freitag um 19 Uhr ist 2 Tage lang der Kings Canyon bei Nacht endlich wieder spielbar. Schaltet da auf jeden Fall ein. Ich bin ab morgen gegen 17 Uhr auf jeden Fall wieder live, dann Sonntag. So, jetzt halte ich aber wirklich meine Klappe. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.